Peace Leute, alles klar bei euch, ich bin der Style und willkommen zu einem neuen Pack Opening hier auf meinem Kanal. Ist ja dieses Jahr noch nicht so oft passiert in FIFA 17. Reward Packs habe ich bisher einmal auf meinem Kanal aufgemacht, sonst immer auf dem Kanal von FIFA Gaming und einmal von viel FIFA. Aber wir machen heute nicht die Reward Packs auf, weil ich letzte Weekend League nicht spielen konnte wegen meiner Schulter. Wir machen ein ganz normales Pack Opening. 15.000 FIFA Points sind am Start und wir hoffen natürlich, dass wir entweder in Form Pogba ziehen oder in Form Hazard als Stürmer. Das wäre schon ganz, ganz nice und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. Erstes Pack, Freunde. Erstes Pack. Schade. Nichts dabei. So, machen wir eins der Promo-Sets auf. Erstes Promo-Set. 500 FIFA-Points. Dafür lohnt es sich dann. Eher nicht. Meiner Meinung nach. Tja, einfach weiter im Programm. Wir haben ja schon ein paar Packs verballert. Schon fast 2000 FIFA-Points weg. Eine große Smartage. Das ist in Ordnung. Das geht klar. Ist in Ordnung. Ja, nehmen wir mit. Smartage. So, Freunde, in dieser Woche wurde ja dann auch mal ein bisschen was. Ja, diese Woche gab es schon wieder heikles Thema, ne? Und zwar FIFA Momentum. In einem Code wurde Momentum ja anscheinend entdeckt. Und dann ist ja wieder die Frage: Werden Spieler mit der Bronzebank bevorzugt gegenüber Spielern, die eine normale Bank haben? Also ist wieder so ein heikles Thema, was jetzt kommt. Letztes Jahr war ja im FIFA 16 war ja das Thema mit den Informs, die keinen Push bekommen haben von dem Chemie. Und da ist jetzt mal wieder so ein Gesprächsthema. Ihr könnt ja eure Meinung dazu mal unten in die Kommentare schreiben. Was meint ihr zum Thema Momentum? Gibt es Momentum in FIFA 17? Ja oder nein? So, dann machen wir nochmal eins davon auf. Auch wenn ich die jetzt wirklich nicht gut finde. Machen wir auf hier. Hat sich schon wieder bewiesen, dass man die hätte nicht aufmachen sollen. Und das nächste Pack wird geöffnet. Es ist wieder nichts. Nothing special. Ah, wir haben hier wenigstens Klischee. Der geht für was. Brozinski. Ah, wir haben zwei gute Außenverteidiger in diesem Pack gezogen. Ich muss ja gucken, dass ich mein PS4-Team ein bisschen aufbaue. Deswegen muss ich hier ein paar Packs öffnen auf der PS4. Und ich muss mal meine Transferliste erweitern. Nicht gebrauchen. So, wir haben noch 5000 FIFA Points. Freunde, 10.000 FIFA Points sind verballert. Und unser Bester war vom Wert her Matic, das muss man sich einfach mal geben. 10.000 Coins sind das. So, Freunde, 1300 FIFA Points haben wir noch. Das bedeutet, wir können noch 4 von den Packs öffnen. Oder wir machen so. Das war das letzte 15k Pack. Und jetzt haben wir noch 1000 FIFA Points. Mit den 1000 FIFA Points öffnen wir noch 2 von den 25k Sets, weil die kosten ja jeweils 500 FIFA Points. Und dann sind wir genau 15.000 FIFA Points losgeworden. Vorletztes Pack. Es ist kein Walkout, noch keine große Sternschnuppe. Es ist Ter Stegen. So, letztes Pack, Freunde der Sonne. Wenn es euch gefallen hat, kurzes Pack-Opening mal so zwischendurch. 15.000 FIFA Points und es ist wieder nichts Geiles dabei. Wir haben erneut einen Castro, den habe ich bereits gezogen. Dann lasst dem Video gerne einen Daumen hoch da. Morgen kommt ein sehr, sehr cooles Ask-Style-Video zum Thema Verteidigung. Das dürft ihr auf jeden Fall nicht verpassen, weil sehr, sehr oft danach gefragt wurde. Schaut dort vorbei. Ich bin jetzt raus. Peace out und ciao.